Beim Thema Altersvorsorge setzen viele Deutsche noch immer auf das Sparbuch oder auf Lebensversicherungen. Aktien oder Fonds spielen meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Das sei ein Fehler, meint Christian Nuschele. Er ist Head of Sales bei Standard Life Deutschland. Wir treffen ihn hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Danke für Ihre Zeit, Herr Nuschele. Warum sagen Sie denn klipp und klar, dass es ein Fehler ist, Aktien und Fonds bei der Altersvorsorge außer Acht zu lassen? Das ist eine große Frage für so ein kleines Interview. Drei Aspekte möchte ich hier herausstellen. Auf der einen Seite haben wir eine Zinslandschaft, ein Zinsumfeld, das einfach keine Erträge mehr möglich macht. Ja, damit ist Altersvorsorge unsexy geworden, das Sparen macht keinen Spaß mehr, denn die Erträge bleiben aus. Aktien und die entsprechende Allokation der Aktien und die entsprechende Fondsinvestments können noch Erträge liefern und können dieses Problem ein Stück weit lösen. Das zweite ist, wir werden alle immer älter. Jetzt ist es unschön, davon als Problem zu sprechen. Es ist nur nicht schön, wenn am Ende des Geldes noch zu viel Leben übrig ist. Und dieses Problem können Sie nur mit einer auskömmlichen, stetigen und gleichmäßigen Rendite lösen. Und der dritte Aspekt ist, um Rendite zu erwirtschaften, gibt es keine einfachen Lösungen mehr am Markt. Was man früher einfach mit einem Mischfonds machen konnte, ist heute schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Man braucht Expertise über verschiedenste Assetklassen hinaus und auch die Aktien und die Fonds können dieses Problem dann tatsächlich helfen zu lösen. Diese vielen Unwägbarkeiten, ist das auch der Grund, warum Sie hier als Versicherer auf dem Fondskongress in Mannheim sind? Was versprechen Sie sich von Ihrem Auftritt hier? Na, die Unwägbarkeiten eigentlich nicht, aber wir sind als Standard Life und Standard Life Investments in der einzigartigen Situation, dass wir sowohl Versicherer als auch Asset Manager und Investmenthaus sind. Das heißt, die Expertise, die unser Investmenthaus mitbringt, unser Fundmanagement, die es insbesondere in die Portfolios einbringt, können wir direkt für unsere Altersvorsorgelösungen im Versicherungsmantel nutzen. Und wir sehen hier am Fondskongress sehr, sehr viele Menschen, die sich mit der Investmentanlage auf der einen Seite, der Altersvorsorge auf der anderen Seite auseinandersetzen, die beides tun, sowohl Fonds verkaufen als auch die nötigen Versicherungslösungen. Und die wollen wir mit unserer Kompetenz entsprechend ansprechen. Zurück nochmal zum Aktienthema, Hand aufs Herz. Die können schnell auch mal 20% fallen, haben wir mehrmals auch in den vergangenen Jahren gesehen. Und dann habe ich sogar weniger von dem Ersparten, sagen sich viele vorsichtige Anleger und Sparer. Was entgegnen Sie denen? Das ist völlig richtig, Aktien fallen immer und sie steigen auch immer wieder. Ja, langfristig werden sie entsprechende Erträge abliefern. Aber für Sparer und Anleger ist es wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen, zu diversifizieren. Und das funktioniert, und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis der letzten Jahre, auf der einen Seite über eine möglichst breit gestreute Aktienanlage mit geringer Korrelation, also mit Aktien, die gegenläufig sich voneinander entwickeln, die sowohl, wenn die eine Branche steigt, die andere kleine Verluste wettmachen kann. Auf der anderen Seite ist Diversifikation schon lange nicht mehr nur verschiedenste Aktien in ein Portfolio zu legen, sondern eben noch breiter über alle Assetklassen zu streuen. Und da komme ich dann wieder in einen Bereich, wo ich planbare Erträge erwirtschaften kann und wo ich solche Verluste problemlos aushalten kann. Sie antworten auf diese Thematik auch mit einer breiten Produktpalette, vorwiegend auch Multi-Asset-Lösungen. Was sind die Vorteile? Wie breit sind Sie hier aufgestellt? Die Multi-Asset-Lösungen, die wir als moderne Multi-Asset-Lösungen empfinden und die wir tatsächlich als zeitgemäß empfinden, sind nicht mehr einfach nur renditeorientiert. Ja, die sollen natürlich einen stetigen Ertrag mit sich bringen, die sollen aber eines eben auch machen, die sollen das Risiko in Kontrolle halten. Das heißt, unsere sogenannten MyFolios, so nennen wir diese Produktpalette, sind volatilitätskontrolliert, volatilitätsgesteuert. Man könnte das als kalkulierbares Risiko empfinden. Unsere Kunden müssen wissen, in welchem Rahmen sich ein Portfolio bewegen darf, in welchem Rahmen es schwanken darf. Und wenn der Kunde sich dessen bewusst ist, dann wird er auf sein Depot schauen können und zu jedem Zeitpunkt feststellen können, bin ich noch im Plan oder bin ich es nicht. Und das ist die neue Welt des Multi-Asset-Investings aus unserer Sicht. Vielleicht noch ein Wort mehr zum Management der Risiken. Die werden ja nicht geringer in dieser Welt von Null- und Negativzinsen. Wie gehen Sie damit um? Risikomanagement ist, ich glaube, nicht die Pflicht, sondern die Kür des Asset Managements, insbesondere des Multi-Asset Managements. Wir haben ein sehr, sehr großes Team in jedem unserer Investment-Teams von Risikoexperten. Auf der einen Seite die Fondsmanager, auf der anderen Seite diejenigen, die das Portfolio komponieren. Und die dritte Gruppe von Menschen befasst sich ganz ausführlich damit, wie sich verschiedene Portfolien zueinander verhalten werden, wenn bestimmte Annahmen an den Märkten eintreten. Das heißt, alle denkbaren Szenarien sind x-fach durchgerechnet. Und wir versuchen so die Risiken, also das bestmögliche Risikorenditeprofil für unseren Kunden herauszuarbeiten. Also ja, eine der Kernkompetenzen von Standard Life Investments.
Dann wünschen wir Ihnen auch weiterhin ein glückliches Händchen. Nicht nur im Risikomanagement, sondern auch bei all den anderen Themen. Christian Nuschele, Head of Sales, Deutschland und Österreich bei Standard Life. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja,